mir das gut erklären konnte. Und ihr habt es ja jetzt auch in dem Comeback-Video gesehen. Ja, es ist ziemlich... LOL! Nee, ich habe das gerade nicht ernsthaft noch gerettet. Holy was? Oh ne, oh ne, oh ne. Oh, und da haben wir ihn getötet. Nice. Gut. Hex. Ja, moin, ich hack. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute geht es um das betüchtigte Thema Omanok. Was ist mit seinem Kanal los? Was geht mit seinen Videos? Was wird in Kürze kommen? Das alles nach dem Intro. Ja, es ist sicher einigen aufgefallen von euch. Omanok ist inaktiv geworden, hat keine Videos mehr für Minecraft gemacht und hat generell immer inaktiver Videos rausgehauen, hat dann letztendlich irgendwann den Abschweifer zur Real-Life-Szene gefunden und hat aufgehört, Minecraft zu produzieren. Natürlich denken sich jetzt die einigen von euch, yo, der will eh nur Fortnite spielen. Nein, Jungs, ich habe euch was oben rechts eine Infokarte verlinkt. Das könnt ihr euch gönnen. Das ist sein Comeback-Video. Bitte, alter Schwede, keine Worte, danke. Bitte gönnt es euch wirklich, denn es ist wirklich was Wichtiges und alle, die Omanok schauen, und das sind wirklich eine Menge Leute, die wollen es auf jeden Fall irgendwie Bescheid wissen. Ich sag jetzt mal nicht, dass ich Omanok-Fan bin. Wir sind eigentlich nicht Kollegen, aber wir sind Bekannte, sagen wir es so, und ich möchte ihm da ein bisschen auf die Sprünge helfen, da anscheinend noch nicht so viele seinen Quit bzw. seinen Kanalumschwung mitbekommen. Er wird jetzt in Richtung Real-Life gehen, er wird vielleicht mal so Mountainbike-Videos machen oder Real-Life-Videos, Fashion oder so weiter, oder so. Er hatte ja davor schon einen Kanal, Freshback hieß der, da hat er so ein bisschen Fashion, die Fashion-Schiene ein bisschen gerockt, und ja, jetzt macht er das Ganze eben ja, mit einem Omanok-Kanal. Bedeutet, das ist kein anderer Kanal. Das ist ein ganz normaler Kanal. Und, Alter, ich hätte einfach nur... Jungs, wir sind tot. Wir sind so RIP. Nein, wir leben noch. Nein, wir leben noch. Wir sind hier. Yo, 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 yo. Ach, gut. Okay. Moment. Moment mal. Da ist er tot. Da ist er tot, da ist er tot. Bam. Ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, Leute, wisst ihr auch nicht jetzt ein bisschen Bescheid. Ihr könnt euch das Video gönnen. So oben rechts in der Infokarte auf jeden Fall verlinkt. Und nochmal Grüße gehen raus an den lieben Marco, aka El Omanok. Und wenn ihr auf jeden Fall Real-Life oder Fashion-Videos feiert, dann könnt ihr ihm auf jeden Fall mal folgen. Oder irgendwie Lifestyle-Richtung. Da möchte er hingehen. Auf jeden Fall, das war so eine kleine Aufklärung mit Hilfe dieses Videos. Ich hoffe, dass einige jetzt Bescheid wissen. Das Ding ist halt wirklich, dass schon viele Weltboss gequittet sind, und ja, ich sag mal ganz ehrlich, es ist ein bisschen verständlich. Ja, ich meine, alle quitten, und ich habe langsam das Gefühl, dass die Leute nur noch verhasst aufeinander sind, und ja, das ist ein bisschen schade, weil wo ich zum Beispiel angefangen habe mit meinem Kanal, war das etwas gechillter, da war jeder aktiv, sogar Poishi hat Videos gemacht, und das war schon, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, er hat ja auch gequittet, und ja, das ist halt schon sehr krass. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt, was auf Omanoks Seite, auf der Website oder auf dem Kanal kommt. Ich bin echt komisch. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr gespannt. Denn es könnte sein, dass da irgendwie Biking-Videos kommen. Es könnte alles sein. Es könnten auch Vlogs kommen. Oder Vlogs, wie man es nennt, in den bekannten Kreisen. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man, wo man sich drüber streiten kann, ob es jetzt relevant ist oder nicht, ob man sowas braucht auf YouTube oder nicht. Ich finde sowas ist schön, das ist Unterhaltung und mehr braucht man nicht. Und ja, ich meine, ist ja auch Broadcast Yourself, man kann machen, was man möchte. Und ich finde, nicht jeder muss immer den Fortnite-Hype oder den Minecraft-Hype befolgen oder so. Er kann mal machen, was er möchte, und das ist alles vollkommen okay. Und wir haben ihn da ziemlich heftig gerollt. Jetzt müsste ich, aber wüsste ich mal gerne, ah, da ist noch einer. Und unser Bett ist aber eh schon längst weg, bedeutet, ist der Typ gerade runtergesprungen? Nee, ist er nicht. Okay, ich habe mich schon heftig gewundert. Okay, gut. Jo, korrekt, korrekt. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh, und da haben wir ihn getötet, nice. Gut, Hex, ja moin, ich hack, ja gut, das ist ja schade, dann hack ich eben. So, dann werde ich gebannt, fertig. Ja, genau, also da drüben ist, ah, okay, da hinten ist schon blau. Also auf jeden Fall, Leute, war es das von meiner Meinung so gegenüber dem Thema Omanok. Es ist ja jetzt ein bisschen fragwürdig gewesen. Ja, was macht denn der jetzt? Es ist schon ein bisschen komisch gewesen, ich habe mich auch erst gefragt. Ich habe immer ein bisschen mit ihm geschrieben und ganz hin und her, so dass er mir das gut erklären konnte. Und ihr habt es ja jetzt auch in dem Comeback-Video gesehen. Ja, es ist ziemlich... LOL! Nee, ich habe das gerade nicht ernsthaft noch gerettet. Holy was. Okay, das war echt krass, Leute. Dafür auf jeden Fall mal
Kein Like. Wollte gerade ein Like betteln, aber nee, das machen wir nicht. So, und dann ist die Runde auch fertig. Wir machen aber trotzdem noch eine zweite Runde, weil das war ein bisschen kurz. Auf jeden Fall, Leute, sind wir jetzt auch in der zweiten Runde angelangt. Ja, ich bedanke mich nochmal für die positive Auffassung meiner Handcam. Es war relativ viel Arbeit. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich kriege momentan wirklich sau weniger Aufrufe. Weiß nicht, müsst mir mal Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Liegt es daran, dass ich uninteressanten Content bringe? Liegt es an YouTube? Wer weiß das schon? Ja, ich meine, es sind mittlerweile nicht mal mehr 3000 Aufrufe, was sehr, sehr schade ist, weil ich mir echt viel Mühe gebe und mir immer Zeit nehme, jeden Abend mir auch ein Ziel vorgebe, dass ich halt eben Daily mache. Und das macht mir auch viel Spaß, sonst würde ich es schon lange nicht mehr machen. Ihr kennt mich, Leute. Und ja, ich bin jetzt auch ein bisschen betroffen von diesem YouTube-Partnerprogramm Gedöns. Da auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wer ist denn davon auch betroffen, weil das würde mich sehr interessieren. Die haben jetzt sehr, sehr hohe Anforderungen für das YouTube-Partnerprogramm gesetzt. Von daher, Alter, ich verstehe nicht, warum, wenn man im Cowboy ist, dass man da runterfallen kann. Oder beziehungsweise, dass man da rausfallen kann. Das ergibt so wenig Sinn. Lol. Gut, okay, der Typ ist hier irgendwie gefailed. Bedeutet, er schreibt Fuff. Ja, Fuff. Das hast du richtig gelabert. Fuff. Ah, komm, jetzt fällst du runter. Jetzt ist er runtergefallen. Gar nicht unlogisch. Er hat Lappen geschrieben. Ich werde echt oft beleidigt. Ich weiß nicht, ist es jetzt Standard? Ich spiele nicht so viel 8-1, Leute. Ist das Standard, dass man beleidigt wird? Nee, das Spiel machen wir nicht. Das Spielchen spielen wir nicht. Nicht mit mir, mein Freund. Auf jeden Fall, Leute, solltet ihr dieses Video hier auch nicht nur für, zum Zweck irgendwie für Cross-Promo sehen. Leute, das war einfach meine Auffassung der Dinge. Ich habe das schon länger geplant zu machen, da so ein Video drüber, genau. Und dann habe ich halt gewartet, was jetzt mit seinem Kanal ist. Ich habe nochmal auf ein Erklärungsvideo von ihm gewartet, habe ihn dann letztendlich angeschrieben und er hat es mir erklärt. Nochmal danke, Marco, dafür. Ja, es war ein bisschen komisch. Ich meine, Leute, es ist auch nicht immer aller Tages Sache, wie man es so... War das überhaupt Deutsch, Leute? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hört man das nicht immer so oft, dass Minecraft-YouTuber, vor allem in der BW-Szene, einfach so quitten mit einer bedeutsamen Größe. Das ist einfach krass, das ist ja 22.000 Abos, glaube ich, sind das, genau, und das ist echt viel. Und da auf jeden Fall mal Props an dich, Omanok, dass du da wirklich das so durchgestanden hast und so eine riesige Community dir aufgebaut hast. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das alles selber gemacht wurde oder was auch immer da im Spiel war. Ich bin, wie gesagt, Leute, erst seit Ende Sommer 2017 in der Szene, genau, aber ich kann halt einfach nur meine Meinung der Dinge sagen und das ist eben meine Meinung zu den Sachen. Und ja, ich finde, das ist eine coole Angelegenheit, auch mal so ein bisschen über die YouTuber zu reden, denn viele wussten bis jetzt wahrscheinlich immer noch nicht Bescheid darüber, was ist mit seinem Kanal, beziehungsweise was ist generell mit den Kanälen von den Leuten. Alter, kann das sein, Leute, dass ich sau viel laber und einfach nur dumm bin? Ja, das kann alles sein, ich kann es nicht beurteilen, Leute. Und übrigens nochmal eine kurze Info für euch. Findet ihr lange Videos oder kurze Videos gut? Weil es haben jetzt viele immer verschiedene Sachen geschrieben und so. Und ich habe halt nicht irgendwie das Gefühl, dass kurze Videos gut ankommen, obwohl kurze Videos immer geguckt wurden. Ach, hier ist er. Mit einem Get on my Level Cape. Ja, Mist. Ja, wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Get on my Level. Ja, Mist. Ja, wir sind ja tot. Ja, seht ihr? Wir sind tot. Wer mein Video zum Dämlich gesehen hat, das ist oben in der Videobeschreibung, oben in der Infokarte verlinkt. Videobeschreibung ist für Oldschoolers, wisst ihr? Oh Jungs, der stackt sich doch immer, aber es klappt nicht, och man. Achso, und übrigens, Leute, mein 15k-Pack ist nicht mehr in Arbeit gerade. Ich weiß nicht, wollt ihr ein 15k-Pack, wollt ihr das, dann liked mal das Video, jo. Und ich bei, was weiß ich, bei 1000 Likes leak ich halt ein paar Informationen darüber. Kann ja sein, dass das, also das weiß halt wirklich keiner. Deswegen, ich leak aber, was? Also Leute, wenn das legit war, dann esse ich einen Kronchox und ich esse einen Besen. Also mal ganz im Ernst. Was zur Hölle? Der hat mir ja den heftigsten. So Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Ich bin nicht mad, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.